Hey zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollte ich an dem Projekt weitermachen. Ich habe jetzt mal hier schon mal die Seitenverkleidung dran gemacht und die andere dafür ab, weil ich wollte jetzt von der Seite beginnen, die Türe auszuschneiden. Wie ihr seht, habe ich jetzt oben und unten noch mal eine Leiste reingezogen, genauso wie hier, damit ich halt eine größere Auflagefläche habe. Das wäre mir irgendwie zu klein gewesen, deswegen habe ich das nochmal aufgedoppelt. Die Türen muss ich quasi dann um dieses Stück halt nochmal nachschneiden. Dann werden die einen Ticken kleiner. Deswegen liegen die da erstmal. Ich überlege aber auch erstmal nur die linke zu verbauen. Die rechte, die werde ich noch draußen lassen. Aber dafür werde ich die Pappe dann hier schon drauf machen, weil die könnte ich im Nachhinein immer noch einbauen. Das wäre kein Thema. Mir ist nur wichtig, dass ich schon mal die linke Türe fertig mache. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal die Tür freischneiden. So, ich habe jetzt hier die Seite schon mal vorbereitet. Das werde ich nachher schneiden, wenn die andere Seite auch dran ist, damit das auch alles waagerecht und gerade ist. Hier das Ganze habe ich jetzt schon mal mit so Aluband umwickelt. Auch ums Holz, aber nur bis zu dieser Kante. Hier drin nicht, weil hier wahrscheinlich noch was hinkommt. Aber das ist auf jeden Fall eine richtig gute Idee, um das Ganze wasserabweisend zu machen. Und ich weiß jetzt nicht, wie sehr diese Alufolie wiederum mich vor Kälte schützen wird. Gute Frage, ob sich hier drin dann Kondenswasser bildet oder so. Weil hier auf der Innenfläche ist das auch alles. Und ich weiß nicht, ob ich das komplett drinnen mache. Warum ich jetzt mit dem Aufbau erst soweit bin, ist folgendes. Ich habe hier ein Problem gehabt. Hier habe ich jetzt Siebdruckstreifen hingebaut. Einmal hier am Rahmen sind zwei Stück hochkant. Und wie wir hier sehen, das sieht jetzt nicht unbedingt schön aus, aber das Ganze ist abgerundet, damit das auch gleitet und Führung hat. Wie wir hier sehen, ist einmal hier dieser Streifen. Der ist links sowie rechts einmal am Rahmen. Ich habe wieder ein Loch gebohrt und das Ganze draufgeschoben, aber jetzt nur mit zwei Schrauben fixiert. Und einmal hier ein Siebdruckstreifen. Das habe ich so U-förmig ausgeklinkt. Und diese beiden Siebdruckstreifen sind jetzt spack aneinander, aber mit der glatten Oberfläche, so dass das ganze Zeit halt nach oben und nach unten sich bewegen kann, aber mit da halt kein Abrieb entsteht. Und das Ganze ist halt, wie gesagt, auseinandergespreizt zum Rahmen, weil das Problem ist, wenn ich diese Teile nicht habe, wackelt der Aufbau zu sehr hin und her, dass sich eventuell das Holz hier an dem Rad verkeilen kann. Und das möchte ich ja nicht. Und durch diese Siebdruckstreifen habe ich eine richtig krasse Stabilität. Wenn ich hier dran wackel, bewegt sich wirklich alles. Da ich ja hier oben und nur hier zwei Befestigungspunkte habe, nach unten hin wackelt das halt so. Aber jetzt in dem Fall nicht mehr. Ich musste das Ganze halt nochmal von unten verschrauben, bevor ich diese Pappe komplett endgültig festmache. Und deswegen bin ich halt die ganze Zeit nicht weitergekommen. Aber jetzt habe ich das halt gelöst. Und dadurch, dass ich halt einen anderen Dämpfer verbaut habe, der ist jetzt nochmal 2 cm größer,
musste ich diese Holzsachen nochmal komplett neu anfertigen, weil der Rahmen quasi dieses Teil nach unten geht, aber das Fahrwerk hier bzw. der Aufbau höher kommt. Und irgendwann stoße ich an meine Grenzen, weil ich habe hier unten diese Verstrebung. Wenn das die Pappe komplett dran ist, bin ich fast bündig mit der Verstrebung hier unten. Hier sieht man, dass das Holz so ausgeklinkt ist. Also viel höher kann das Fahrwerk jetzt nicht, weil das Holz quasi am Unterrahmen jetzt stößt. Das Fahrwerk kann jetzt quasi nur noch einfedern. Das Gute ist, ich kann jetzt auch eventuell meinen alten Dämpfer wieder nehmen, allerdings kommt das ganze Fahrwerk wieder tiefer. Dann muss man natürlich auch noch beachten, hier habe ich jetzt so Ausklinkungen und das ist halt da, weil wie gesagt, das untere Teil halt immer wieder nach oben federt bei sämtlichen Hügel, Bordsteinkanten etc. Aber dafür bin ich jetzt wie gesagt hier nochmal um fast 3 cm höher gekommen. Das Ganze werde ich dann nochmal bearbeiten. Ich habe nochmal ein Pappestück angefertigt und das schön ausklinken, dass halt nur der Weg ausgenutzt wird, wie der Dämpfer da drin verbaut ist. Dass halt nicht ein unnötiges großes Loch entsteht. Und die Frage ist, wie ich das wiederum dicht kriege. Aber das zeige ich euch dann auf der anderen Seite. Wenn ich die Seite komplett verklebt habe, werde ich dann die andere Seite dran machen. Weil hier ist ja schon jetzt die Tür ausgeschnitten und ich komme immer wieder rein und raus. Das heißt, die Seite kann ich jetzt komplett zumachen. Da werde ich auch erstmal keine Tür einbauen. Noch nicht. Türen stehen ja da, wie gesagt. Das muss ich auch noch in Ruhe mal machen. Genau das. Das überlege ich nochmal mit Aluband kurz zu machen. Ich werde jetzt schon mal so hier so kleine Kanten alles verkleben bis hierhin und danach später hier schneiden. Dann kriege ich die Seite schon mal fertig und dann mache ich wie gesagt die andere, die steht da. Da ist auch noch die Türe. Die werde ich dann auch so in dem Verfahren wie hier machen. Einmal so umkleben. Und ich habe mir schon andere Scharniere bestellt. Da ich die Tür dann quasi, wenn ich sie aufmache, aushängen kann. Dadurch, dass ich jetzt hier die Erhöhung gemacht habe, ist die Tür ja kleiner wie der Innenraum. Dann könnte ich die quasi aushängen und einfach hier reinlegen. Dann kann ich auch mal mit offener Tür fahren, weil jetzt habe ich ja keine Möglichkeit, irgendwie Fenster aufzumachen oder so in der Richtung. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal so ein bisschen und danach drehe ich das Ganze. Ich habe jetzt erstmal nur so ein bisschen gemacht.
Ich habe überlegt, außen brauche ich gar nicht Schrauben, weil ich das da klebe. Nur halt, wo die Querlatten sind, da werde ich Schrauben. Das mache ich jetzt einfach nur mal zum Fixieren. Ich werde erst normales Tesafilm nehmen und dann das dicke Aluband. So, ich habe jetzt bereits alles verklebt. Ich habe jetzt hier die Türen nochmal bearbeitet, von der Höhe geschnitten. Zweimal die Stärke des Holzes, quasi 8 cm kleiner ist sie jetzt geworden. Da habe ich jetzt, wie gesagt, die Scharniere auseinandergenommen bzw. abmontiert und ich habe jetzt neue bestellt. Darauf warte ich jetzt. Ich werde dieses Stück jetzt mal mit Pappe beziehen, das was ich noch da habe, beziehungsweise den Ausschnitt davon. Und dann auch erstmal rundherum fixieren. Beziehungsweise ich muss den eigentlich erstmal bearbeiten. Mit der halt flüssig da rein und raus geht. Jetzt hakt er so ein bisschen minimal an gewissen Stellen. Ja, hier oben auf jeden Fall ein bisschen bearbeiten. Ja, sieht ja schon besser aus. Jetzt werde ich die ganzen Kanten mal schleifen und bearbeiten, dass wenn ich die Tür auf und zu mache, hier halt nicht dieses Band beschädige und eine Rundung reinmache, dass es halt schön flüssig auf und zu geht. Ich überlege vielleicht sogar noch eine Dichtung rundrum zu verwenden, aber da muss ich mal schauen.
Heute wollte ich die Tür mal richtig abdichten rundherum. Die passt jetzt gut soweit. Unten habe ich jetzt ein bisschen nachgeflickt, weil ein bisschen gefehlt hat. Habe ich mit Pappestreifen aufgedoppelt. Zeige ich euch gleich. Aber jetzt hat die schon sehr, sehr gute Spaltmaße. Das Ganze wollte ich jetzt mal verkleben. Dann das Schloss einbauen. Und auf die Scharniere muss ich leider noch warten. Aber sobald ich das fertig habe, gehe ich dann weiter an den Innenraum, eben mal alles noch verkleiden mit Styropor und so. Und wenn dann soweit alles fertig ist, werde ich auch mit diesem Band hier so minimal um die Scheinwerfer drum gehen, dass das auch komplett abgedichtet ist. Weil dieses Zeug, das ist wirklich richtig, richtig gut. Hier habe ich das Ganze jetzt nochmal mit zwei, drei Streifen Pappe aufgedoppelt. Hier in dem Bereich muss ich noch minimal was hinmachen, weil da anscheinend so eine Welle ist. Das sieht man dann da unten, aber dann habe ich wirklich perfekte Spaltmaße.